nur zu. Halt mal. Mann, ist das gruselig. Was denn? Die gute Grin steckt dir Kabel in den Kopf, Mann. Ich muss nur seine subdermale Verschlüsselungsstruktur mit der von Fort Meade angleichen. Nicht anmachen. Ich weiß, ist für nach der Landung. Beeil dich, lieber Grimm, noch 15 bis zur Landung in Georgien. Bin schon fertig. Lambert? Hey, Irving, hörst du mich? Sag ihr, ich höre sie. Er hört dich. Gut, bist du bereit für den Job? Würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, was los ist. Du weißt wirklich genug. Die CIA hat einen Maulwurf namens Alice Madison im Kabinett des georgischen Präsidenten Kombay Nikolaze verloren. Der Agent William Blaustein, der nach ihr suchen sollte, wird auch vermisst. Arbeiten wir mit den Jungs von der CIA zusammen? Blaustein verfügt über die gleichen Implantate wie du. Das sollte dir genügen, ihn zu finden. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Du weißt alles, was du wissen musst. Du bist da draußen nicht allein, Fischer. Über mich bist du mit einem Dutzend der besten NSA-Leute verbunden. Die politischen Verhältnisse in Georgien sind zu verworren, um sie kurz zu beschreiben. Das war eine schöne kleine Ansprache, Lambert. Tja, du hast gefragt. Das ist die Jungfernreise des Third Echelon. Die muss wirklich wie geschmiert ablaufen. Du landest gleich in Georgien. Bereit machen. Gut, wir kommen im nächsten Part. Im neuen Part. Tiflis, Altstadt, Georgien. Ist die Hauptstadt von Georgien, Tiflis. 16. Oktober 2004, 20:01. Warum ist immer eine 1 nach einer komplett neuen Uhrzeit? Naja, finden Sie den CIA-Agenten Blaustein und Madison. Die Agentin Allison Madison arbeitete 2 Jahre lang verdeckt im politischen Umfeld und nach dem Umsturz sogar im Kabinett von Präsident Nikolaze. Sie verschwand am 3. Oktober. Am 7. Oktober entsandte man den Spezialagenten Robert Blaustein, um nach ihr zu suchen. Dieser verschwand am 11. Oktober. Und neues Level. Fischer, die Sonne ist untergegangen. So, muss mein Mikrofon wieder anpassen. Suche nach Agent Blaustein hat höchste Priorität. Eine NSA-Kontaktperson wird dir helfen. Schon unterwegs. Halte dich von den Straßen fern. In der Stadt wimmelt es von Ordnungshütern und wir haben keinerlei Rückendeckung aus Washington. Details auf deinem Offset. Und ich mache mal kurz Pause und passe schnell das Zeug an. Ich hab's vergessen, ich vergesse es ständig. Bis gleich. Okay, bin ich wieder. Ich habe jetzt die Lautstärke erhöht vom Spiel. Ich hoffe, ihr hört nicht meinen Tastengetipp. Im letzten Part hat man es ein kleines bisschen gehört. Und es kann losgehen, unser erster Einsatz. Lass mir die Leiter hoch. So, das ist schon mal ein guter Anfang. Habe ich da nicht gerade was gesehen? Nein, hast du nicht. Hast du dir nur eingebildet. So, wir dürfen nicht entdeckt werden, sonst war es das mit der Mission. Ich sollte nicht vergessen zu quicksafen regelmäßig. Okay. Gut, hier sind wir relativ sicher. Es ist auch hier sehr dunkel. So, wie kommen wir jetzt da hoch? So vielleicht? Durch die Rohre? Nö. Durch einen Spagatsprung. Quatsch, durch so einen Abspringen-Sprung. Ihr wisst schon, so ein Sprung halt. Nee, geht auch nicht. Ach, da. Da. Kann man sich da hoch? Nee. Hier, durchs Rohr. Okay. Ja, für 20 Uhr ist es ganz schön hell noch. Naja. Oh nein. Sag mir nicht, dass Goggenitze da drin ist. Warum sollte ich dir sagen, was du schon weißt? Du musst dich beeilen. Grimms Dottier vergleicht die Sonaraufzeichnungen einer Drohne mit den Blaupausen des Warenhauses. Sie wird dich übernehmen. Tut mir leid. Begib dich zurück zu der Treppe. Beeile dich, denn dir bleiben nur wenige Sekunden. Ja, ja. Was ist das? Naja. Das war knapp. Oh mein Gott. So, wenn wir jetzt loslassen, enden wir als ist Truthahn. Mann, das war knapp. Geh oben nach links und durch den Raum. Auf der anderen Seite findest du eine Treppe. Geh über die Treppe in die obere Etage. Ja, ja, ja. So, und jetzt? Da. Der Kontakt ist in diesem Raum. Hoffen wir, dass er noch am Leben ist.
Hallo? Gurgenitze? Ja. NSA, wir holen dich heraus. Nein. Ich bin so gut wie tot. Sie suchen nach Blaustein und Madison. Ja. Madison hatte es in Nikolazes Kabinett weit gebracht. Sie waren etwas Großem. Blaustein muss davon gewusst haben. Wie kann ich ihn finden? Blausteins Blackbox. Der Sendeknoten seiner Implantate. Sie ist in seinem Haus. Östlich des Moribi-Platzes versteckt. Lambert, können wir ihn hier rausholen? Nein, lassen Sie nur. Was immer Madison gefunden hat, ist was Großes. Sie sagte, ein Beweis würde Krieg bedeuten. Ich glaube, Nikolaus. Gurgenitze ist abgereist. Lass ihn bei den Flammen. Das erspart uns später unnötig Fragen. An der westlichen Seite des Raumes ist ein sicherer Ausgang. Nimm ihn. Okay, er meint, sie meint sicher den da. Diese Tür hier. Uah. Es ist zu viel Rauch da. Schieß die Oberlichter auf. So. Müssen wir warten, bis der Rauch sich verdünnisiert hat. Ich glaube, ich mache mal schnell Nachtsicht an, damit ihr das sehen könnt. So. Okay, das war der erste Teil der Mission. Bis jetzt keine große Herausforderung. Das war knapp. Lebst du noch? Glaube schon. Gut. Blausteins Blackbox ist dein nächstes Missionsziel. So, jetzt geht's langsam los mit der Tarnung. Gehalten hat, ist sie hinter einem Bücherregal oder einem Wandpanel? Okay. Jetzt müssen wir darüber. Vorsicht, der darf uns nicht entdecken. Ah! Nein! Wer ist da? Verdammt, Sam! Du kannst bei dieser wichtigen Mission doch nicht wie ein Irrer auf den Straßen rumrennen. Doch, kann ich, siehst du doch. Was zum Teufel? Laden. Laden! Mission gescheitert! Das fängt schon gut an. Schnell speichern. So. Hallo, wer ist denn da? Ich bin dein Vater. Ich bin deine Omi. Wer ja, ich lebe noch. Ach komm, ich kann... Ah, jetzt. Ich dachte schon, ich schaff das nicht. Aber das war nicht schlecht. Gib mir Gringo, weil so mein Befehl lautet. Ich spreche mit Vyacheslav Gringo oder niemanden. Arschloch. Gringo, hallo. Hier ist Ketevan. Wir haben die Räume des Amerikaners durchsucht. Da ist nichts mehr. Wir haben 5 Wanzen, 2 Kameras und unidentifizierbare Elektronik gefunden und zum Ministerium geschickt. Natürlich. Danke, Tavarisch. Okay, da ist der erste Gegner. Quick Save. Ich versuch jetzt den irgendwie auszuschalten. Vielleicht schaffe ich es hier sogar. Nicht umdrehen, wenn du nicht umdrehst. Ich glaube, da kommt jemand. So. Scheiße. Ich muss erst auch seine Leiche beseitigen. Die Leiche darf ja nicht gesehen werden. Oder der Körper ist ja noch nicht tot, ne? So, ich glaube. Jetzt nehme ich mir mal den Körper. Schade, dass man den nicht da runterschmeißen kann. Das wäre schön. Aber ich glaube, hier passt's. So, wie kommen wir denn jetzt da rein? Das Licht ist das Problem. Wir sollten vielleicht die Lichter ausschalten. Ich habe eine Idee. Ich nehme jetzt mal den Körper. Quick Save. So. Hoffentlich werden wir dadurch nicht gesehen, weil da drin ist jemand. Leise. Ich glaube, der kommt raus. Ich riskiere es jetzt einfach mal, wir haben ihn gesaved. Gut, dass wir die Leiche versteckt haben. Nein! Ist er nicht? Verdammt, das fängt schon mal gut an, das Spiel. Naja. Okay. Naja, man muss sagen, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt.
aber hier findet es keiner. So, können wir durchs Fenster einsteigen. Ja. So. Jetzt haben wir ein bisschen Damage bekommen, weil der uns entdeckt hat. Ui, da ist China! Schauen wir uns das mal an. Das ist China, das ist Korea. Nord und Süd, Japan. Und hier ist Russland, das ist Mongolei. Und hier ist Kasachstan, Indien, Persien. Ja. Nee, Pakistan ist es. So, ich glaube, hier ist noch jemand drin. Ich sollte vorsichtig sein. Hier ist niemand. Hier ist auch keiner, okay. Ich glaube, wir sollten die Lichter ausschalten, damit wir nicht entdeckt werden. Und hier ist der Computer. Mist! Was ist los? Blausteins Herz hat vor 43 Stunden aufgehört zu schlagen. Und die CIA hat das nicht gewusst? Doch. Schön, dass sie es uns gesagt haben. Sein Implantat hat sich 6 Stunden nach seinem Tod deaktiviert. Die letzten Daten kamen von einer Polizeidienststelle. Details im Offset. Gut, hier ist wieder so ein Code. Jetzt müssen wir nachschauen, wie der Code heißt. 091772. 091772. Okay, safe. Und weiter geht's. So, hier ist ein Seil, da können wir uns rüber schwenken. Okay. Hallo, wer ist denn da? Und wir entdecken uns nicht von da oben. So. Wie kommen wir jetzt da runter? Ganz einfach. Nein, so nicht. Sam, bist du lebensmüde? Das geht so nicht. So geht das. Wie die Feuerwehr, sich abseilen. So, hier ist zum Glück so ein Lüftungsschacht oder was else. So. Ah, jetzt geh doch rein. Geh rein, nicht so schüchtern. Fischer, ich widerrufe meinen Befehl bezüglich der Straßen. Wir haben den Funkverkehr der Polizei von Tbilisi abgehört. Die Jungs sind Gauner. Aber wenigstens wollen sie keinen Ärger bekommen. Es steht dir ab jetzt frei, jede Straße zu benutzen. Verdammt. Tu, was du tun musst, um die Vermissten zu finden. Okay, für die Tür braucht man Dietrich. Ich hoffe, ihr hört meinen Tastengetippe nochmal, oder? Tut mir leid, wenn ihr mein Tastengetippe hört. So, können wir hier das Licht irgendwie ausschalten. Na, ich sperre mal durch die Tür. Ah! Okay, hier ist Licht. Ich glaube, ich mache das mal besser aus. So. Und hier, das mache ich auch besser aus. Ich sehe die Lampe gar nicht. Na egal, da muss ich das halt drin lassen, weil ich da die Lampe nicht erkennen kann. So, hier sind welche. Schleich ihn mal da nach unten. Du hast gesagt, Quick Safe. Ein Kriminell. Dann sperrt mich ein. Ich bin müde. Hast du nicht zugehört? Gefängnismieten sind gestiegen. Heute sterben ist kostenlos. Wenn du nur schlafen willst, kostet es 100 Lari. Bitte, ich will... Oh, was machen wir jetzt mit ihm? Durchsuch die Taschen. Ich frag nach. Geht klar. Einheit 3. Haben hier einen 1053. Möglicher Überfall. Könnt ihr einen Arzt schicken? Machen Sie Einheit 3. Hier brennt allerdings ein Warenhaus. Kann also etwas dauern. Verstanden. Wir warten bei dem Opfer. Einheit 3. Ende. Überfall? Können wir Coaster anhängen? Gute Idee. Tja, dann heißt gut. Ich glaube, ich habe was gehört. Gelingen. Ey, hast du nicht, du hast nichts gehört. Das war nur deine Fantasie. Hm, ist noch irgendwo eine Dose, die wir schmeißen können? Ja! Zum ersten Mal sind nutzlose Dosen mal was wert. So, hier. Was zur Hölle? Ich glaube, den jetzt nach unten, dann können wir uns den packen. Nein, das ist die falsche Richtung. Nein, 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 aus. Ja, dreh dich um, dreh dich um. Oh mein Gott!
Komm, hat bloß auf mich jetzt erwischt. Aus dem Weg. Er leckt mich doch. Verdammt, dachte er, hat uns nicht erwischt. Also bis jetzt ist mein Versteckspiel super. Genauso wie man es machen würde. Geil. Komm! Komm ich hier raus! Ja, ja. Mann, ich war schon mal besser. Egal, jetzt lasse ich den Körper einfach da liegen, ist mir auch egal. Du, die schalte ich mal aus, oder? Die Flasche. Der schläft. Da kann ich nichts machen, außer... Wer ist da? Ach fuck, da ist noch jemand. Nein! Den Fleisch, den schmeißen wir Fleisch auf den Kopf. Ach egal. Ah, da ist jemand. Hallo, ich hau's aus dem Fenster, hä? Hier eine Flasche für dich. Da! Ah! Er hat mich fast auf den Kopf erwischt. Das war's very close. Hier ist niemand, okay. Hat sich was bewegt? Nein, da hat sich nichts bewegt. Jetzt bildest du dir alles nur ein. So. Hier ist Munition. Boah, wir haben schon jede Menge geschossen, obwohl ich sehr auf Tarnung gespielt habe. Hier ist ein Medikit. Ich glaube, das fände ich gleich. So. Und es leckt bei mir ein bisschen. Ein Computer. Wer lässt hier einfach so einen Computer stehen? Naja. Okay, weiter geht's. Wir haben das Tor hier geöffnet. Dafür sind hier jetzt jede Menge Leute in der Nähe. Ich glaube, den kann ich unbemerkt ausschalten. Ich probier's mal. Muss mir mehr Zeit lassen. Gerne mehr Zeit, ne? Wie konnte der mich jetzt entdecken? Kommen Sie rauf! Es scheint irgendein ausländischer Soldat zu sein. Ein ausländischer Soldat, ja genau. Unidentifizierter Gegner. Kommen Sie mit erhobenen Händen her. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ja, mal wieder super geregelt von mir. Also, wenn ich so weiterspiele, kann ich dieses Let's Play vergessen. Jemand. Allerdings scheint er kein Gegner zu sein. Eher ein Zivilist. Das heißt, hier erstmal das Licht ausschalten, das ist hier sehr störend. So. Hier das ebenfalls. Zack. Ich habe nichts damit zu tun. Erschießen Sie mich nicht. Du kommst mit, ja? Leck. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Hänger mit 5 FPS gerade. Ja. So, ich glaube, jetzt habe ich sich langsam wieder gefangen. Wie konnte das geschehen? Da ist jemand. Oh nein. Schade, dass wir nicht pfeifen können. Ab Pandora Tomorrow kann man pfeifen, um den Gegner herzulocken. Hole ich mir jetzt eine Dose, vielleicht kann ich den damit locken. Na komm her, du Döschen. Eine Dose. So, hier, ach, vielleicht klappt es, wenn ich hier mal schieße jetzt mal Licht aus. Okay, er hat uns entdeckt. Aber ich verstecke mich jetzt, dann hört er auf uns abzuknallen. Ach komm! Wie konnte der uns entdecken? Also bis jetzt spiele ich das Spiel wie ein Weltmeister. Nicht zu fassen. Ich dachte, ich bin hier der Tarnungsexperte unter allen Splinter Cell Spielern. Nein, jetzt enden wir als Leiche neben zwei Mülleimer.
Naja, okay, probieren wir es nochmal. Ich hab damit zu tun. Erschießen Sie mich nicht. So, bin ich wieder. Mein Fraps ist abgestürzt gerade eben. Ich hab nichts damit zu tun. Ja, natürlich hast du damit nichts zu tun. Ich glaub dir ja. Deswegen hatte ich dir auch eine Pistole am Kopf. Wer ist da? Scheiße. Puh, das war knapp. Fast hätte er uns entdeckt. So. Was ist? Ich verpasse einen Kopfschuss. Und zwar genau. Zack. Ganz leicht. Scheiß auf, Reifen jetzt. Kill ich einfach jeden, der sich mir in den Weg stellt. Ist ja erlaubt in diesem Level. Es gibt auch Level, wo man keinen töten darf. So, hier muss ich leise sein. Hier können wir sehr leicht entdeckt werden. Das war knapp. Wer ist da? Nix, niemand ist da. Ah, Licht aus. Na komm schon. Komm her, damit ich dich nehmen kann. Wie ist das denn passiert? Hallo, die will nichts aufgeben. Was war denn das? Ach, das war niemand. Das war, Oh. Bleib genau da stehen. Nein! Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Okay, spielt auf keinen Fall so, wie ich gerade spiele. Hallo, wer ist denn nicht gerade die beste Taktik. Da ist jemand beim Fenster. Natürlich könnte ich auch cheaten. Mit F2 kann man Cheats eintippen. Möchte ich aber nicht. Ach komm! Alter! Ich check das nicht so richtig mit diesen... Hallo! Ah. Also ich muss mir erst wieder einspielen. Jetzt. Und weiter geht's. Oh je, wir brauchen unbedingt Leben. Lass los! Lass los! Sam? Böser Junge? Gut. So, muss ich wieder auf dem Opset nachschauen, da ist nämlich wieder ein Code drauf. 5929. 5929. Warum ist hier eigentlich bei fast jeder Tür ein Code dran, ey? So, und jetzt? Heißt es hier Lichter ausknipsen. Hallo? Entweder bin ich blind auf beiden Augen. Stopp! Nicht schießen! Oder einfach blöd. Ich bin blöd und blind auf beiden Augen. Wir haben noch 10 Schüsse. Okay, ich lade das am besten. Das war scheiße von mir. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Fraps ist wieder abgestürzt. Sollte, ich habe befürchtet, dass sowas in diesem Let's Play öfters vorkommen wird. So, wie heißt denn der Code nochmal? 5929. 5929. So, schnell speichern und weiter. So, ich muss besser zielen und mir jetzt mehr Zeit lassen, ist mir aufgefallen. Okay. Seid leise, Gefangene, ne, verratet mich noch. Wer zur Hölle bist du denn? Keine Ahnung, ne. Habt ihr auch eine Kommandoeinheit gesehen? Was? Glaub mir, wird schlecht. Tja, hier ist eine Toilette. Okay, jetzt darf man nicht entdeckt werden. Und zwar nicht, überhaupt nicht dreimal. Wenn wir dreimal entdeckt werden, haben wir verloren. Daher wäre es das Beste, wenn ich jetzt die Lichter erst ausschalte.
Und zwar alle Lichter, die ich sehe. Wie konnte das geschehen? Ach, das ist ja der Elektriker, weißt du? Ein Billig-Elektriker. Toll. Warum kommt da keiner? Was war das? Ach, das waren Glühbirnen. Die gehen langsam den Geist auf. Und ihr solltet ihr nicht schlafen? Ich meine, es ist 20 Uhr nachts. Okay, safe. Wie konnte das geschehen? Wie gesagt, holt euch einen neuen Elektriker. Wie zum Teufel? Oh Gott! Nein! Ach, ich bin so schlecht. Ich kann das Spiel nicht mehr. Ja, jetzt, was macht ihr da? Was macht ihr mit meiner Leiche? Schänden. Okay, dann warte ich eben. Nein, 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 nein. Nein, er kommt her, geh weg, geh weg, geh weg. Wie zum Teufel konnte das passieren? Wie gesagt, neuer Elektriker. Ah. Ich kümmere mich um meine eigenen Sachen. Schalt den jetzt einfach so aus. Tun Sie mir nicht. So. Wir haben unseren ersten Menschen ausgeschaltet, ohne entdeckt zu werden. Na okay, am Anfang haben wir auch noch einen. Wie? Geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm. Ja, komm, leck mich. So. Hallo. So, hast du irgendwas in deiner Tasche? Nix, okay. Können wir hier den Lichtschalter ausschalten? Ja. Also ich habe das Spiel schon mal durch, ich spiele es wie gesagt nicht blind und trotzdem spiele ich so schlecht, als ob ich es blind spielen würde. Komm, Dietrich, 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 hier. Dietrich, Dietrich, hallo. Wir haben ihn verloren. Ja, sieht so aus. Okay. Durch Tür sperren. Nix. Außer ein Fernseher. Ist hier nichts. Da ist jemand. Zehn Schüsse haben wir noch, das ist wenig. Ich muss mir Feinde mit der Hand ausschalten. Aber momentan bleibt mir ja keine andere Wahl. Tschüss. So, und Leiche verstecken, damit wir nicht auffallen. Ich hoffe, ich mache den nächsten Part etwas besser als diesen hier. So, aber der nächste Part ist schwieriger als dieser hier. Im nächsten Part dürfen wir überhaupt nicht entdeckt werden. Das wird lustig, Leute. Das kann ich euch jetzt schon vorher sagen. Wieso öffnen dich? So, was ist denn hier? So ein Obduzierraum. The Muscular System. Diese benutzen. Eine Notiz. Ich weiß nicht, ob ich die Notizen alle vorlesen soll. Ich meine, wir haben nicht besonders viel Speicherplatz frei. So, hier ist eine Kamera. Ich kann versuchen, sie auszuknipsen. Ich mach's mal. Okay. Gut. Habe die Agenten Blaustein und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee.
Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. Safe. So, ab in den ersten Stock. So, durch die Tür spähen. Niemand da, okay. So, nochmal durch die Tür spähen. Was war das für ein Geräusch? Niemand. Niemand. Hier ist keiner. Komm nicht runter. Der hat die Tür zugemacht. Unglaublich sowas. Ich glaube, ich knipse mal die Lichter sicherheitshalber aus. So, kann jetzt sein, dass der Ende runter jetzt kommt. Genau, soll sich jemand anders darum kümmern. Na toll. Wir haben noch 3 Schüsse und die verschwende ich ausgerechnet, um ein Licht auszuknipsen, das völlig unnötig ist, ausgeknipst zu werden. Naja. Wer ist da? Ah. Self! Ein Schuss. Der muss sitzen. Oder auch nicht. Ich kann mich auch einfach vorbeischleichen. Da ist jemand. Oh je. Polizist wird angegriffen. Was sollte ich machen? Ich war eingekesselt. Laden. Echt geil. Normal, laden. Aber wir kommen voran. Ich meine, könnte schlimmer sein, wenn wir nichts vorankommen würden, zum Beispiel. Ist da jemand? Wer sind Sie denn? Kommen Sie mit erhobenen Händen her. Okay, safe. Wer sind Sie? Ich bin dein Vater, hab ich dir doch schon gesagt. So, hier ist es ein bisschen leichter. Kommen Sie mit erhobenen Händen her. So. Das war der erste und jetzt kommt sein Kollege drin. Kommen Sie raus und ergeben Sie sich. Ach, ich bin doch längst nicht mehr da. So. Wer sind Sie? Ich bin Sam Fischer. Hoffentlich kommt er jetzt Sie nicht. Raus und ergeben Sie sich. Kommen Sie mit erhobenen Händen her. So, Tür öffnen. Wer sind Sie? Ha. Er wurde gefoltert. Der Arme. Kommen Sie mit erhobenen Händen her. So, ich glaube, hier ist jemand. Ich kenne das Level ja ziemlich auswendig. Hallöchen. Arrivederci. So, Computer benutzen. Gute Arbeit, Fischer. Wir scannen jetzt die Videobänder. Das ist unser Mann. Haben ihn auf frischer Tat erwischt. Kannst du sein Gesicht durch Echelon jagen? Schon geschehen. Hey, seht mal, ein Nummernschild. 84 KP 214. Fantastisch, Fischer. Wir haben, was wir wollen. Treff dich mit Wikes, deine Arbeit ist getan. Ah, zum Glück. Wir werden uns später bei dir, wenn das Material gesichtet ist. Was sieht hier aus? Wer sind Sie? Jetzt chill doch mal! Ich kann auch anders. Ich kann dir einfach deinen Kopf voller Blei schießen. Ah komm! So, nochmal, wir haben 3 Schüsse, das müsste reichen, um Schädel wegzublasen. Wisst ihr was, ich mach's jetzt so, der kommt ja eh her, und wenn er herkommt, dann...
Na komm her. Ja, komm her, komm zu Papi. Komm zu Papi. Gut. Okay. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus. Und hoffentlich haben wir da etwas mehr Glück. Ich lese jetzt noch vor, was sich herausgestellt hat während dieser Mission. Tiflis, Polizeidistrikt, Georgien. Wir haben 2,5 Stunden dafür gebraucht. Die leblosen Körper der Agenten Blaustein und Madison wurden im Leichenschauhaus eines Polizeidistrikts von Tiflis aufgefunden. Von ihrem Einsatz in Georgien hatte man die Agenten mit subdermalen Implantaten ausgestattet. Diese Implantate wurden den Leichen entnommen und von einem gewissen Vyacheslav Grinko ins Verteidigungsministerium gebracht. Ja, das war's. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Und ich hoffe, wir haben etwas mehr Glück im nächsten Part, als wir in diesem Part hatten. Bis dann. Servus.